Dann. Oh je, ich hab Angst. Ich hab Angst. Mal gucken, was jetzt kommt. Der erste Boss war ganz okay. Mal gucken, was jetzt für ein Horror kommt. Weil die werden es nicht bei, naja, 3, 4 Attacken belassen. Ich glaube, hier wird uns noch einiges um die Ohren fliegen. Oh, hi. Oh, ey, Penner. Ich will doch nur zum Boss. Ich hau ab. Kommen die mir hinterher, die Penner? Das gibt's ja gar nicht. Oh. Ja, gut. Ich dachte, hier geht's zum Boss. Doch kein Boss. Okay. Nett. Kann ich nicht betätigen? Okay. Na, hi, wer bist du denn? Was hast du hier gemacht? Was? What the fuck war das denn? Ach, die Sachen kann ich auch werfen. Ja, das ist ja geil. Wow. Das schadet mir? Echt jetzt? Okay. Wie fies ist das denn? Oh! Hilfe! Arschloch! Alter, was war das denn gerade? Okay, zum Glück kommt jetzt doch noch nicht der Boss. Wow. Statikpastillen? Was haben wir denn da? Hier. Hier. Entfernt die Auswirkung eines Stromschlags. Ja, gut, schön. Mitteldunst. Statik. Lässt sich nicht öffnen. Natürlich nicht. Ich sollte auch ein bisschen mehr Abwehren versuchen, ne? Das mache ich so gar nicht, dieses Abwehren. Ist das immer unter Strom oder nur, wenn es blitzt? Nur wenn es blitzt. Alles klar. Magnetische Bombe. Gut. Es gibt also auch kleine Fallen. Toll, da freue ich mich ja. Alter, was hat denn das für eine Reichweite? Okay. Zum Glück hat es meine Waffe auch. Die müssen echt ruhiger werden. Okay, hier waren doch gerade noch welche. Oh! Hä? Migräne kann schon schlimm sein. Würde ich mal sagen. Ah, fuck. Ich bin zu ungeduldig bei den Fallen. Oh, neuer Gegner. Uiuiui. Kollege. Okay. Ah, schade, hätte ich einen Finisher machen können. Nekrogash. Neuer Gegner. Nett. Also, eher nicht, aber... Interessant trotzdem.
Da kommen. Ach, hinten komme ich lang. Okay. Okay. Ein Schalter. Und ein Fahrstuhl. Was aktivierst du? Aha. Okay. Und hier kommen wir jetzt hoch und runter. Nett. Schön, da freue ich mich. Okay. Ich will trotzdem noch da hinten lang. Warte mal. Hier ging es doch noch lang, oder? Hier, ja. Okay. Hier geht's runter. Heilung, schön. Aha. Bin ich denn jetzt? Ach, hier unten sind wir jetzt wieder. Hier waren wir doch schon mal. Huh. Hier sind wir nur. Alles klar. Das sieht so aus, als wenn hier ein Boss kommt. Okay. Jetzt im orangenen Gebiet. Erste Ebene zuordnen. Offene Tür, verschlossene Tür. Benutzer... Ja, okay. Pins. Kontrollpunkt. Standort des Spielers. Ah. Hier kann ich sogar extra Pins noch ranmachen. Oh, das sollte ich viel öfter machen. Das sollte ich mir angewöhnen bei Sachen, wo ich nicht langkomme oder sowas. Hm. Okay. Wie hier. Ja, hier sollte ich mir eigentlich einen Pin machen. Hochklettern. Damit ich weiß, wo ich dann hin muss und nicht ewig lange suche und nochmal das komplette Level durchgehe. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt hoch zur Tür, die wir gerade geöffnet haben. Ja, war doch hier, ne? Ja. Müssen wir bloß wieder hochspringen jetzt. Kurz warten und hopp. Hopp. Oh, das war knapp. So. Nur aber. Genau. Und da gehe ich nochmal kurz hier ran. Sind wir nämlich geheilt. Und weiter geht's. Warte mal. Die Tür da hinten war das. Ich war gerade, hä? Ich lasse sie jetzt mal liegen hier. Ich will bloß durch die Tür. Die hier war's. Ja, genau. Okay. Da geht's nicht lang. Hier ist auch nichts. Okay. Wie cool das aussieht, ne? Wow! Okay, da kann man nicht durchrollen. Noch so einer, na klar. Feuerangriff hat gut Schaden gemacht. Muss man mal so sagen. Diese Viecher. Magnetisches Pulver. Was haben wir da wieder?
Fügt der Waffe Elektrizität zu. Okay, cool. Jetzt haben wir Elektro und Feuer. Kann man dann beim Boss auch gerne mal ausprobieren, was hilft, ne? Solange sie nicht zum Springen kommen. Was war denn das gerade? Das hat so gerüttelt und geschüttelt. Oh ja, hier will ich hoch. Ja. 1000. Alter, diese Kisten, die sind so gut. Komm. Das will ich auch noch. Heilung. Sehr schön. Okay. Oh, ich kann ranzoomen. Das ist ja noch besser. So ist ganz gut. Da haben wir alles im Blick. Hier müssen wir hoch, oder? Habe ich da jetzt... Ja, da habe ich alles. Ich hoffe, dass ich da alles habe. So. Okay. Alter, das hat eine Reichweite. Wahnsinn. Du auch noch. Na klar. Okay. Meine Fräse. Wenn es mehr als drei sind, die zusammenkommen, dann hast du ganz schön zu tun. So, wo kommen wir jetzt hin? Ah, Checkpoint. Checkpoint bedeutet nichts Gutes. Oh je. Lässt sich nicht öffnen. Checkpoint bedeutet doch nichts Gutes. Ach du Scheiße. Ich kann hier nicht weiterlaufen. Okay. 6 Heilung bloß. Und nicht voll aufgeladen. What? Okay, ja. Das ist ja was ganz Normales. Sowas hat man in seiner Wohnung. Oder seinem Schloss. Kennt man. Eindeutig nicht das richtige Timing. Aber ja. Oh. Krieg ich da jetzt immer Schaden? Oh ne, da warte ich mal, bis ich das los bin. Das ist ja hässlich. Boah, das ist ja ätzend. Wenn du immer einfrierst. Ich kann mich ja nicht bewegen. Oh, fiese Scheiße. Okay, man kriegt keinen Schaden, aber man ist halt super krass betäubt. Oh, ätzend. Das ist unangenehm. Ach, schade. Ich hätte wieder Dings machen können. Ach ja, hier, das waren die Verrückten. Ein Finisher. Hier kommen wir nicht durch. Okay. Oh, schön ruhig hier. So viel zur Ruhe. Oh.
unangenehm. Meine Fresse. Okay. Was für ein unangenehmes Gebiet. Nice Sonntag. Einen wunderschönen guten Abend. Oder, naja gut, fast schon Nacht. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja. Du hast einen angenehmen Tag gehabt. Wir spielen gerade das Fantastische, wie ich finde. Es macht sehr viel Spaß. The Last Faith ist heute rausgekommen. Und wir haben schon viel Spaß. Ah. Alles klar. Und jetzt haben wir das freigeschaltet. Gut. Ja, jetzt kommen wir da oben weiter. Okidoki. Auf geht's. Geht so. Oh, das klingt aber nicht so gut. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, das finde ich auch. Wie gesagt, macht auch sehr viel Spaß. Ist ein Metroidvania Souls Game. Also... schön knackig scharf. Hart. Ja, ich versuche mein Bestes. Das bezieht sich bestimmt auf den Boss. Und... das ist bestimmt genauso wie die andere Frau, die uns vorhin schon angequatscht hat, die befreit werden will. Wir müssen bestimmt bloß einen Boss besiegen und dann nochmal mit denen sprechen. Weil die haben ja nichts gefordert oder sowas in dem Sinne. Was von Ansicht her nichts für mich persönlich. Ja, das muss ja jeder selber für sich entscheiden. Ich habe tatsächlich auch noch nicht so viele, naja, Metroidvanias und sowas gespielt. Ist eigentlich auch so ein bisschen eine, wie sagt man, Premiere, ja. Eine Premiere für mich. Aber wir haben die Demo gespielt und die hat mir schon sehr gut gefallen. Zockst du das neue COD? Nein, das spiele ich nicht. Ich bin sowieso nicht so der, naja, was heißt Shooter-Fan? Nicht so der Call of Duty-Spieler. Und die Kampagne vom neuen Call of Duty, die soll ja auch ziemlich scheiße sein. Und wenn ich ein Spiel in der Richtung spiele, dann meistens nur als Singleplayer, weil ich spiele kaum, naja, online mit irgendjemandem. Und deswegen muss schon die Kampagne ein bisschen was hergeben. Ansonsten ist es für mich einfach Geldverschwendung, sage ich mal. Wenn, naja, die Story mir nichts gibt. Ja. Und ich bevorzuge tatsächlich lieber so ein bisschen Erster, Zweiter Weltkrieg. Zweiter am liebsten eigentlich, weil, ja, damit habe ich am meisten Berührungspunkte und sowas und gefällt mir einfach am besten. Ja. Wird also diesmal nix. Vanguard zum Beispiel habe ich gespielt damals. Aber das ist ja auch schon so lange her. Bei einer Stunde angespielt, aber das PvP ist mir lieber. Na, der Dings-Modus hier, der Multiplayer, der soll ja richtig gut sein. Aber der Singleplayer soll halt richtig grottig sein. Naja. Gut, wir reisen mal zurück. Ich level nochmal hoch. Weil ich habe ja eigentlich gedacht, hier kommt der Boss. Hätte gar nicht gedacht, dass das Gebiet jetzt noch so lange weitergeht. Gerade mit der großen Tür, die wir aufmachen mussten. Hm. 1300. Kriegen wir denn? Dunkelheit, Albtraum, verbrannt. Und die Knarre wird ein bisschen stärker. Ey, ich gehe auf Geschicklichkeit 20. Yep. Macht schon Laune, ja, aber regt manchmal hart auf. Ja, weiß ich nicht. Und sowas brauche ich da nicht, wenn mich ein Spiel die ganze, also nicht die ganze Zeit, aber manchmal dann so dolle aufregt. Das ist dann, weiß ich nicht. Nee, deswegen, ich werde es nicht spielen. Außer wenn man es irgendwann geschenkt kriegt, mal wieder. Dann bestimmt mal. Oh oh. Wow, was seid ihr denn? Okay, Boss.
Wow! Okay. Huiuiuiuiui. Okay, das ist meine Special-Attacke. Alter. Was spucken die denn? Spucken die Blut? Ja, ne? Ah, fuck. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Oh, fuck. Komm schon, wir haben sie doch gleich. Ah, fuck, fuck, fuck. Ich heil mich. Komm schon. Der eine ist doch gleich weg. Ciao. Und komm schon. Flügel ausreißen. Jawoll. Geil. Okay, das war cool. Und schau. Geil. Das war cool. Heilige Scheiße. Okay. Doppelboss. Pulver der Verdammten. Was haben wir da gekriegt? Oh, gut. Hat gut funktioniert. Meine Peitsche war hier eindeutig ein Vorteil, weil ja, ich konnte im Sprung auch ohne Probleme beide treffen. Das war sehr, sehr gut. Eieiei. Gut, was haben wir hier? Pulver der Verdammten. Fügt der Waffe verfluchtes Blut zu. Nett. Sie werden durch ein komplexes Ritual aus überlebenden Kalten gewonnen, die sich von ihrem eigenen Leiden ernähren. Das Verfahren zur Nutzung der inneren Organe von Kalten wurde von den Oberhexen der Töchter der Nachtflut entdeckt, die die alten Opfer an die Götter nachahmten und eine erste deformierte Form der göttlichen Macht erhielten. Na klar. Ich lese mal die anderen Sachen auch noch vor. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Infos. Die Statikpastillen, ein Werkzeug, das vom Jonas-Ministerium verwendet wird, um den Schaden von Elektrizität rückgängig zu machen. Die Pastillen befinden sich oft auf den Armen oder und der Stirn von Sklaven und ermöglichen es ihnen, mit hohen Spannungen zu arbeiten, ohne vernichtet zu werden. Okay. Eine Substanz, die den jüngster Zeit von den Wissenschaftlern der Föderation entwickelt wurde, als sie nach Möglichkeiten suchten, unsterblich zu werden. Sie löscht Flammen und lindert Verbrennungen, die dem Konsumenten zugefügt wurden. Sie wird häufig bei Ritualen verwendet und von ihren treuen Schöpfern eifersüchtig gehütet. Ja, siehst du, wir kriegen hier nämlich noch ein bisschen Infos immer. Finde ich ganz gut. Eine seltene föderale Mixtur, die verwendet wird, um Elektrizität durch Waffen zu leiten. Die Technologie zur Herstellung dieses Pulvers ist verloren. Die letzten vorhandenen Reserven werden vom Jonas-Ministerium gesammelt und für Machtdemonstrationen gegen Ungläubige verwendet. Haha, nett. Dieses Pulver ist eine mächtige Kombination aus abgebautem Kristall und reinem Nykrux. Es wird vom Archipel für tödliche Duelle verwendet und ermöglicht es der Waffe, ihre Temperatur schnell zu erhöhen, wenn sie mit Blut in Berührung kommt. Das habe ich schon vorgelesen. Oder? Eine mit Feuerkörnern gefüllte Bombe, die aus der Ferne verheerenden Feuerschaden anrichtet, hätte man auch einsetzen können. Sie erfordert beim Bau und Transport große Sorgfalt, damit sie nicht einfach, ja, in Flammen aufgeht. Das haben wir schon vorgelesen.
Diese Bombe ist eine Nachbildung von Projekten aus der Föderationszeit und erzeugt ein statisches Feld, das alle Opfer in Reichweite mit Stromschlägen belegt. Sie ist fast immer tödlich. Wow, okay. Die Originale wurden auf den Schlachtfeldern und entlang der Grenzen von Mythrigal entdeckt. Sie werden oft als letzte Verteidigung gegen die Kalten vergraben. Cool. Aber jetzt so was richtiges Krasses haben wir nicht gekriegt, ne? Den Mondstein haben wir bekommen. Das war doch bloß ein Zwischenboss, oder? Hier. Das hier war doch bloß ein Zwischenboss. Oder sehe ich das falsch? Wo war denn der erste Boss? Der war hier irgendwo, ne? Hier war der. Okay. Ist nicht genau nochmal gekennzeichnet oder sowas. Oh. Okay, war ein Boss. Alles ist cool. Wir haben es überlebt. Ich freue mich. Nice. Aber irgendwie... Ja, war der noch zu leicht? Habe ich beim ersten Mal geschafft. Ist eindeutig zu leicht. Oh, Wichser. Stopp! Okay. Da kommen wir nicht hoch. Hi, mein Freund. Natürlich werden die nicht von den Stromschlägen betroffen, ne? Nur ich. Das ist ein bisschen gemein. Nur ein bisschen, aber es ist gemein. Arschlöcher. Alles Arschlöcher. Warte mal. Gut, kein Geheimnis. Na klar, ich... Noch mehr bitte? Oh, fuck. Wenn hier gleich drei nebeneinander stehen, das ist echt ein bisschen ätzend. Fies. Kommt ja gar nicht runter, wenn ich den jetzt hier von hier treffe. Okay, was ist das hier? Es gibt keinen Weg vorbei. Wir haben da wieder gegen gewichst. Hat er mich doch noch erwischt. Magnetische Bombe, nochmal drei. Nice. Okay. Wie spät ist das eigentlich? Oh. Bisschen können wir noch. Ich habe bloß morgen Termin. Da kann ich nicht zu lange machen. Hallo? Einmal aufheben, bitte. Oh! Hermanns Büroschlüssel. Ja, perfekt. Siehst du, Hermann soll man doch finden. Der Träger erhält Zutritt zu den Tiefen des Strebens nach altem Wissen. Eingesperrt in den Mauern der Inquisition. Marionetten der unanfechtbaren Macht, angeführt von Dr. R. Hermann, die im Namen des Glaubens in die dunkelsten Tiefen gestürzt werden. Abartige Experimente, die vor dem Tageslicht verborgen sind. Aber zu welchem Zweck? Ah, okay. Mr. Hermann ist wohl nicht so nett. Haben wir eigentlich eine andere Kleidung als am Anfang? Oder kommt mir das nur so vor? Wir hatten noch am Anfang blau mit in der Kleidung, oder? Jetzt ist es komplett rot. Oder ist das, weil wir voll geschmiert sind mit Blut?
Moment. Wir haben Hermanns Schlüssel. Das ist schon mal gut. Ach nee, da oben, da hilft kein Schlüssel. Das ist ja hier so eine Matschepampe, ne? Ja, hier wird der Schlüssel nicht helfen. Nee. Okay. Oh, ja, na dann bleiben eigentlich nur noch die anderen Türen hier. Genau, die da oben. Ich guck bloß, ich nehme bloß die zwei Level wieder mit. Geht ja alles ziemlich schnell. Und... Achso. Nicht nach unten drücken, nach oben drücken, wenn man unten aus der Tür will. So, Levelaufstieg. Oh, 1300. Das ist doch bloß ein Level. Entschuldigung, da bin ich jetzt vielleicht umsonst. Ich mach das. Unsere Spezialattacke von der Peitsche hat gut geholfen bei dem Kampf jetzt gerade. Bin ich sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Das war richtig gut. Dadurch, dass das Zeug so aus dem Himmel kommt, trifft das schön großflächig. Das ist sehr angenehm. So, warte mal. Aha. Nochmal Kugel. Kommen wir jetzt hier rein? Ja. Komme ich da unten auch rein? Von der Seite lässt es nicht öffnen. Okay. Dann nicht von der Seite. Alle anderen Türen sind offen, ne? Da komme ich nur noch nicht hoch. Sieht gut aus. Oh je. Hermann? Stay away from me. Ich tu dir nix. Alles ist gut. Ganz locker bleiben. Ridley. Ridley Hermann. Please no. Keep back. I can't. Was? Kannst du nicht. Oh Gott, der rastet gleich aus. I have found it. Stay away. Please. Was'n? Oh nein. I have finally done what I sought out. Oh nein. I will not let you do this to me. Ich will dir gar nichts antun. Der wird bestimmt zur Riesenfledermaus. Das Vieh liegt da schon auf dem Tisch. I know your soul. One of a cursed man who destroyed the life I had. Was? Oh Junge, mach doch keinen Scheiß. Ich hab's ja gesagt. Ach du Scheiße. Mr. Hermann. Okay. Wow. Okay. Alter. Okay. Krasser Typ. Oh, schnell. Jawohl. Das war geil. Oh, dieser zurück noch, das ist krass. Komm schon.
Das war's doch, komm. Und das war's. Yeah. Mr. Hermann. Nice. Oh nein, Phase 2. Oh, fick dich doch. Zu früh gefreut. Geil. Okay. Ich bin gleich tot. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Wie soll ich denn die angreifen? Alter. Und der regeneriert sich. What? Okay. Oh, what the fuck? Ja, okay. Wow. Ja, krass. Okay, krass. Das Ding ist, ich will gar nicht so viel hier reinnehmen. Was wird denn gut sein? Stromschlägen belegt. Ich probier's mal. Wir probieren mal die Bombe. Okay. Oh, oh, okay. Krasser Typ. Mr. Hermann. Zwei Kugeln. Oh, warte mal, da gibt's noch mehr. Noch mehr Kugeln. Okay, 4 Kugeln, immerhin.